Hallo liebe Abonnenten und Gelegenheitszuschauer. Wieder eine kleine News. Und zwar habe ich ja vor ein paar Tagen gesagt, es ist nicht unbedingt so sicher, ob es Mechlexits geben wird diesen Monat. Und das aufgrund von Marks Twitter. Aber diesmal sind sie jetzt so richtig bestätigt, dass sie das nächste Ding werden. Es gibt auch schon Videoaufnahmen, dazu kommen wir gleich. Aber gestern gab es diese Daily Robot News. Und hier steht schon, dass Mechlecks keine Propaganda sind und dass es wirklich welche geben wird. Ne? Und hier sieht man auch schon ein bisschen mehr von der Form. Und später sehen wir im Video, dass sie quasi fertig sind. Und es gibt auch so ein paar Hinweise, wie zum Beispiel, dass es die in allen Tiers gibt, wie schon mal angedeutet worden. Ne? Oder dass die Heavy Frontline Robots dafür da sind, dass sie sehr tough sein sollen. Ne, natürlich sagen die auch, Tank Tracks sind sehr tough und Rotor sind sehr tough, aber die Dinger sind ja nun mit Plasma sehr einfach wegzuschießen und mit Rail. Also mal sehen, was hier sehr tough heißt. Hier ist wieder dieses komische USB-Ding. Die packen da immer irgendwelche Sachen rein, die da nicht hingehören oder so. Ein paar Spaßsachen. Was die auch sagen, ist, es ist ein Balance Assisted Durable Auto Stabilizing Strider. Kann sein, dass es was bedeutet, kann sein, dass die einfach nur Badass da schreiben wollten. Weil man fragt sich ja, wie so ein Mechleck überhaupt funktioniert. Schießt er das eine linke Bein weg, beziehungsweise ist das rechte Bein des Walkers, stürzt der Mech dann um oder bleibt er stehen? Das wird interessant werden. Also ich hoffe, dass sie nicht umstürzen, sondern dass sie über Tank Tracks quasi es ausbalanciert. Wenn man Tank Tracks so anordnen würde, dann wird der Pot immer noch gerade oben stehen, weil die Tracks einfach so schwer sind. Mal sehen, wie sie es hier machen werden. Ich glaube auch nicht, dass sie so schwer sein werden. Also, schwer zu sagen, was das wird. Auf jeden Fall extrem intelligent und versatile heißt, anpassungsfähig? Nein, nicht anpassungsfähig. In verschiedenen Arten und Weisen benutzbar. Fällt mir das deutsche Wort gerade nicht ein, irgendwie. Dann gibt es hier noch Upgrades zu der CRF, zu dem Roboshop. Und zwar steht hier drin, dass man jetzt nach Text suchen kann und dass man auch nach neue Sortiermöglichkeiten, ja, Most Purchased und Most Rented. Das heißt, wer es am meisten gemietet wurde, was am meisten gekauft wurde und so weiter und so fort. Und auch hier ein paar Scherze eingebaut. Manny, dieser Typ hier mit den großen Headphones, das ist tatsächlich wohl einer der Entwickler. Ich habe ein bisschen nachgeschlagen. Und er steht anscheinend auf Extreme Streaming and White Noise als Musikform. Das heißt, extremes Geschrei und einfach nur Rauschen. Das ist seine Lieblingsmusik. Ich wette, das hat irgendwie einen Hintergrund mit der Musik, die er wirklich hört. Wahrscheinlich irgendwie Metal oder sowas, was ich ja selber höre. Hier wollte ich hin. Und zwar hier, das wird wahrscheinlich Alex Main sein. Er ist derjenige, der sich um die Server kümmert, der Server Support. Das heißt, wenn die Server mal nicht laufen, dann ist der Typ hier schuld. Wahrscheinlich, weil er seine Kopfhörer zu laut gestellt hat, brechen dann die Server ein. Ja, nächster Punkt hier ist, dass ich glatt beim ersten Mal überlesen habe. Wahrscheinlich reichte meine Tension Span einfach nicht aus. Irgendwie habe ich da abgebrochen. Hier steht quasi drin, dass es in Zukunft ein Ranked gibt. Ob das im nächsten Patch kommt, weiß man nicht. Auf jeden Fall. Sehr wahrscheinlich, weil dieser Punkt ja hier alles zusammengehört. Ich glaube, wir werden die Factory verbessert bekommen, den Ranked bekommen und die Mechlecks. Es hieß zwei neue große Features, die wir lieben werden. Und das wären zwei Features, wo das hier nur so gepatcht ist. Was aber bitter notwendig war. So, dann steht hier unten noch Visions of the Future. Hier steht nichts anderes, dass halt also auf jeden Fall geplant ist, dass man Cubes in Zukunft irgendwie färben kann. Und wahrscheinlich auch, dass es dann nicht mehr diese 10 verschiedenen Cubes für jedes Tier gibt. Oder Mark, MK. Sondern, dass es verschiedene Arten gibt für jedes Tier. Also jedes, das ist für jedes, ja, wie sagt man dazu? Es gibt nur ein paar Cubes und die gelten in jedem Tier. Und die werden verschiedene Rollen haben. So werden sie es wahrscheinlich machen. So werden auch die Bots ungefähr gleich stärker sein und nicht so krass immer stärker werden, wenn das so ansteigt. Die werden das also wieder ein bisschen rebalancen und dann hat das Matchmaking vielleicht auch nicht ganz so viel zu tun, weil dann
ist der Abstand zwischen den Tiers oder Marks nicht mehr so groß. So, und die haben auch schon jetzt ein Video released, wo man die Legs in Aktion sehen kann. Laut. Hier sieht man, wie er sich dreht. Offensichtlich mit den Beinen. Hier sieht man die Beine kurz und hier hat man auch eben gesehen, es gibt solche Platten, Elektroplatten an den Beinen dran. Ne? Hier sieht man es an den Füßen, aber in dem Bild hier sieht man noch mehr. Hier ist die Farbe weggestrichen teilweise. Überall Elektroplatten, auch hinten Elektroplatten. Hier sieht man sie nochmal groß. Das heißt, es wird ein Schild-Volume geben. Max-Speed scheint 80 km/h zu sein oder Meilen pro Stunde. Drehen sieht sehr langsam aus. Ich weiß nicht, ob er nur langsam dreht oder ob er wirklich langsam nur drehen kann. Hier sieht man ihn quasi in voller Größe. Wie der da runter kam, es ist zu vermuten, dass der irgendwie springen kann. Weil es gab da tatsächlich eine Animation, wie die Beine kontrahiert sind, wie sie sich zusammengezogen haben und wie sie im Flug gestreckt sind. Auch sieht man hier so eine Art Dampf Kondens rauskommen und hier so ein Ring beim Aufprall und wie sie sich stark stauchen, die Beine. Also ich denke mal, irgendeine Art von Fallabbremsung würden sie nicht reinpacken, wenn die Beine nicht auch irgendwie zum Springen gedacht wären. Das Cockpit übrigens ist garantiert von dem, wie heißt es, von dem Kickstarter. Mega Mech Incorporated oder so. Ist einfach nur ein kosmetisches Design. Ein Bot, den man kaufen konnte. Eigentlich immer noch kann über den Bot, über den Shop. Ist noch irgendwas interessant gewesen? Suche mich jetzt gerade sammeln, ob mir noch irgendwas einfällt gerade. Ich war schon mal im Twitch auf Kiola, bei Kiola. Mal gefragt, was die von halten. Die sind alle sehr gehypt. Gibt ein paar interessante Gedanken halt, wie funktioniert das überhaupt und so weiter. Und sind die Mechlegs jetzt einzeln oder ob die in Paaren quasi installiert werden? Also ich denke einzeln, das wäre typische FreeGem. Ich denke auch, dass diese Schildvolumes, die sind nicht einzeln, dass man die quasi dran vorbeischießen kann oder dass die nur die Platte schwarz wird. Ich denke, die teilen sich einfach einen ganzen Wert und es ist egal, wo du hinschießt. Ach, Download Robocraft. Nein, danke, habe ich schon. So, das ist die Mechlex. Wo er gerade Download Robocraft sagt, fällt mir ein, es gibt ja einen neuen Launcher. Das ist jetzt für die, die Steam benutzen wollen, nicht interessant, aber für alle anderen, die den normalen Launcher benutzen von Robocraft, die sollten definitiv den neuen ziehen, weil der ist schneller. Steam wurde schon schneller gemacht, den Launch. Aber es kann sein, dass der Launcher von Robocraft selber auch schneller ist als der Steam-Launch. Wobei der Steam-Launch ist schon wirklich nicht mehr langsam. Und wie man sieht, ich mag auch die Features von Steam nutzen. Deswegen würde ich nicht, ich selber jetzt nicht umsteigen. Aber viele Leute wissen das gar nicht, dass es einen neuen Launcher gibt. Definitiv runterladen. Ja, hier war genau der Entwickler. Ich glaube, ich habe gehört, dass sie schon 20, 30 Entwickler sind. Das hier waren wohl die 5 ursprünglichen Entwickler. Rocknen, der Community Manager. Und dann halt noch neue, aber hier sind längst nicht alle. Dann wollte ich noch sagen, ich habe ja für meine Bots jetzt mal geworben gehabt hier auf meinem Kanal. Habe gesagt, hier und da, das sind meine Bots, da könnt ihr sie gut finden und so weiter und so fort. Und ihr habt sehr viel gerantet. Und sogar einmal gekauft. Ich bin euch verdammt dankbar. Ich möchte gerne wissen, wer den Kauf gemacht hat. Das ist echt krass, Leute. Ich würde eigentlich selber niemals 70 Euro für einen Bot bezahlen. Das ist eine ganze Menge Asche, die da zusammenkommt. Das war der Endurance und da sind Carbon-SMGs und alles drauf. Und ein Bot kostet immer 55.000 GC plus die Cosmeticals. Ich habe dann 55.000, davon 10% bekommen. Und bin echt stolz, jetzt auch ein Zelt zu haben. Ich möchte gerne wissen, ob das einer von euch war oder ob das irgendwie Mitarbeiter vom FreeGem Bot gesehen hat, weil ihr habt auch mein Endurance hochgevotet, was ich richtig geil finde und ich möchte euch gleich noch ein paar Alternativen zeigen, weil der Endurance ist eigentlich mehr so eine Art Oldtimer. Das ist ja mein erster Bot, den ich quasi gebaut habe mit Level 100.
den ich dann hochgezogen habe, wo ich das erste Mal ein richtiges Tutorial zugemacht habe, ne? Wo ich schon Triforcing kannte, all diese Sachen. Also mein erster richtiger guter Bot eigentlich. Und der basiert nun mal auf T10-Schilden und die sind halt heute nicht mehr so das Wahre. Dennoch ist es ein guter Bot und das habt ihr ja auch selber gemerkt, wer ihn gerantet hat. Ich möchte euch gleich noch ein paar Alternativen von ein paar Abonnenten zeigen. Und wenn ihr weiter andere Bots suchen wollt, hier, das ist Reddit. Und zwar das Subreddit Robocraft CRF. Da gibt es auch eine Menge Bots, die angeboten werden, die gezeigt werden. Ist noch nicht so aktiv. Ich möchte dafür ein bisschen Werbung machen, damit hier ein bisschen mehr los ist. Einer der Moderator, zum Beispiel Juva, hier, dessen Kanal ihr auch unbedingt mal angucken solltet. Oder auch eine schöne Glaskanone, die er hat, ist der Wolf. Den kann ich euch gleich in meinem Spiel zeigen. Brauchen wir jetzt nicht voll laden. So, ich habe den Endurance. Yay, danke dafür. Und ich collecte mal. Huhu, 5500 GCS ist richtig geil. Und auch die ganzen normalen Rentals, unglaublich. Ich gebe sehr vielen Leuten mein Geld, indem ich Bots rente für 10, 15 Mal. Und ja, entwickle mich eher rückwärts deswegen. Ich muss das ein bisschen aufhören. Hier und da helfe ich ein paar Noobs, die nicht anders können, als zu schreien. Ich habe überhaupt kein Geld, bin gerade erst Tier 10 geworden. Den gebe ich dann ein bisschen was und sage denen, ja, rett mal meinen Bot und dann siehst du, was ein Bot ist. Oh, er ist auf nur noch auf 4 Sterne. Aber es ist in Ordnung. 5 Sterne war schon richtig nice. Und ihr seht, richtig viele Rentals. Richtig viele Rentals. Wahnsinn. Der hier hat sich auch ganz gut getan. Oh, das ist ein Art Bot. Der hat übrigens auch nicht gewonnen. Der war nicht mal in den Top 5. Eine andere Drohne hat gewonnen, die nicht so funktional ist. Die zum Beispiel Carbon 6 Cubes benutzt hat. Und auch T6 Rotoren. Aber deutlich schwächer und nutzloser ist. Aber ein bisschen mehr nach dem Original aussah als meins. Der hat dann den zweiten Platz, glaube ich, gemacht. Aber war nicht so toll, meiner Meinung nach. Hier schon nicht mehr so viele Rentals vergleichsweise. Viele hatten die erste Version gerentet und ich habe den jetzt ja, muss ich schon bereuen, immer wieder hochgeladen gehabt, wegen anderen Gründen und Verbesserungen. Ich wünschte, meine Rentals wären noch da, weil bald kann man danach sortieren. Dieser hier ist plötzlich abgestürzt. Der hatte vorher 7 Rentals. Hatte auch immer noch 7 Rentals gehabt, als er plötzlich auf 0 war. Ich weiß nicht, wie das kommt. Es hat ihn wieder einer gemietet. Gucken, vielleicht geht er wieder hoch. Ich habe keine Ahnung, wie der von 3 Sternen einfach auf 0 sinken kann. Innerhalb eines Tages, ohne dass einer ihn gemietet hat. Das war schon ein bisschen seltsam. Und ich habe an dem, den möchte ich auch neu hochladen, noch ein bisschen was rumgebastelt. Ich baue ja ein bisschen die TX-Steine aus, Leute. So, und was ich da gemacht habe. Nein, hier ist er. Die X-Steine sind raus. Dafür habe ich ein paar mehr Cubes setzen können. Teilweise hier unten drunter ein bisschen mehr setzen können, dass es ein bisschen besser verbunden ist. Ein bisschen mehr Fleisch dran hat. Und ich habe die kosmetischen Teile hier vorne hinzugefügt, die quasi so einen, ja, Schutzschild bilden, sodass jemand, der hier schießt. Hallo Swiffer. Jemand, der schießt, erstmal das Teil trifft, anstatt meine Beine zu treffen. Und sieht auch ganz nett aus. Sieht irgendwie so wie Schnurrbärte aus. Schnurrbarthaare, wenn ich vor einem fahre. Wie so ein asiatischer Schnurrbart. Heißt ja auch Ronin, das Vieh. Ansonsten innen drinnen ein paar kleine Änderungen, die das Teil noch ein bisschen besser machen. Und ich werde die Bots in Zukunft hochladen, ohne Deutschlandflaggen. Habe ich mir vorgenommen, um eventuellen Hate vorzubeugen und dass einfach jeder das Ding renten kann in der Welt und das neutral ist. Was ich mir auch vorgenommen habe, ich denke, dass ich meine Bots so krass mit Pixabay YouTube hier betituliere, ist vielleicht auch nicht das Beste. Da möchte ich gerne mal eure Meinung zu hören, was jetzt das Beste wäre, ob das für euch in Ordnung ist. Ich denke, für euch könnte es in Ordnung sein. Meine, seid vielleicht auch stolz drauf oder sowas. Aber ich denke, dass Leute, die den Kanal nicht kennen, die damit gar nichts zu tun haben wollen, vielleicht nur den Bot mögen,
dass das eher ein Kontrapunkt ist, dass ich den Bot irgendwie anders nennen sollte, dass ich den nicht Pixel with YouTube, sondern vielleicht bei Bobo oder sowas nennen sollte. Etwas neutraler. Aber dass man trotzdem weiß, woher es kommt. Das könnte ich vielleicht machen. Sagt mal eure Meinung dazu. Auf jeden Fall, ich denke nicht, dass ich das so beibehalten werde. Ich werde den demnächst dann wieder neu hochladen. Das werdet ihr dann sehen. In der, ja, in dem Album. Sag mal den Ziffer, hallo. Ups, so. Und man sieht im Chat, ist gerade Bernd oder los. Ja, no spam bitte. Ja, und da ist Rainbow von Georg. Ich wollte Bots zeigen. Und Georg war einer dieser Bots. Also nicht Georg selbst, aber, ne? Georg hat einen dieser Bots gebaut. Das war, glaube ich, der Karo 2. Als Alternative zu dem Endurance. Ich kann hier einfach mal einen Test fahren. Tatsache ist, dass dieser Karo 2 sich viel mehr an den momentanen Meta angepasst ist. Er ist sehr ähnlich zum Endurance, das heißt, er ist, hat einen in der Mitte einen 7 Block weiten Sitz quasi, Panzerung für den Sitz und zwei Tank Tracks, die seitlich und vorne krass geschützt sind und dann viele Waffen, 12 Waffen, also 2 Waffen mehr. Er hat nur Cubes benutzt, was quasi den Panzer deutlich stärker macht, vor allem in TDM. Weil in TDM hat man nur Overclocking 4. Und wenn man Schilde benutzt, dann sind die kleinen Schilde einfach besser zum Beispiel, wenn man den kleinen bleiben kann. Auch finde ich schön, er hat geschafft, die Radarschüssel unter die Maske zu packen. Das wollte man mir nicht so ganz, das hat nicht so gepasst mit dem Rest des Bots. Und auch die Feder hat er schön eingesetzt hier. Sieht allgemein sehr gut aus. Ich weiß nicht, warum du hier vorne Georg so viele Prisms drin hast. Weil die haben ja 5% weniger AP. Und als Panzer ist es eigentlich egal, leichter zu sein. So, er kann sich auch gut bewegen. Hat alle Waffen oben drauf und oder vorne dran. Gun Clearance ist in Ordnung. Könnte ein bisschen besser sein. Die eine Waffe hier hinten links, die kann dazu neigen, die Vorderwaffe zu treffen. Ansonsten ist das auch ausgezeichnet. Auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Ist wahrscheinlich stärker als mein Endurance. Also meiner Einschätzung nach. Ich kann jetzt nicht viel über das Triforcing im Sitz sagen. Ich habe vielleicht 2 Runden damit gespielt. Aber er ist mir nicht einfach auseinandergebrochen. Ich habe schon Plasma einstecken können. Andere Alternative ist, das habe ich schon vorher gezeigt, der Frontpanzer vom Bärentöter. Kam ja sogar im Video vor. Mal eben kurz, habe ich ihn hier noch rumfliegen? Ich habe ihn lange nicht gespielt. Warte mal, ich glaube, ich habe ihn gesehen. Aber jetzt habe ich ihn ja verloren. Da ist er. Sagt er Renewal? Nein, Cancel. Der ist gut. Hat Seitenwaffen, aber ist kleiner, schmaler. Aber dank dem neuen Sitz ist das kein Problem mehr. Dann. Na, warte mal, hier ist noch einer von. Damn, wo ist er? Irgendwo habe ich ihn doch gehabt. Von Brain. Ich bin blind geworden. Also ich finde das. Da ist er doch. Hat nicht ganz so schön die Schilde eingepasst an teilweise. Und benutzt leider auch die T10-Schilde. Weil er hier die kleineren Schilde auch mal drin hat. Kann auch hier nicht sehr viel über Strikeforcing sagen. Ist ein bisschen groß geraten für die Menge an Waffen. Hier ist sehr viel freier Platz. Ist aber definitiv kein schlechtes Gerät. Und wer mir auch noch gefallen hat, das war der Titan Tank. Und ich habe jetzt total verpeilt, von wem der ist. Könnte Paul gewesen sein. Titan, genau. Der benutzt wieder Schilde. Ist aber auch sehr gut. Er benutzt die Schilde, die Low-Schilde viel mehr. Die einfach mehr HP pro CPU bringen. Die kleinen hier zum Beispiel befestigt die über Rods. Was gut sein kann, aber auch ein Fluch sein kann. Das ist unterschiedlich. Der ist auf jeden Fall auch verfügbar. Also zu empfehlen. Den habe ich auch gemacht. Ist wahrscheinlich auch stärker als mein Endurance. Aus den Gründen einfach, dass die kleinen Schilde besser genutzt sind und mehr Cubes sind. Ja.
Dann wollte ich noch ankündigen, genau. Ich habe mir das Spiel From the Depths gekauft. Ich hatte es vorher kurz angeschaut und so. Hab etwas von Rose Fall gesehen, ein paar Guides eigentlich, um zu sehen, wie das Spiel sich überhaupt spielt. Dann ein bisschen Let's Play von den Lefricks, sein Kanal Leftland. Sehr nett gewesen. Und ich denke, das ist ein Spiel, was ich auch mal ein bisschen was auf dem Kanal zeigen werde. Erstmal so ein Video darüber, worum es in dem Spiel geht und was man dabei machen kann. Und dann vielleicht auch Let's Play, bis irgendwann. Das Spiel ist deutlich komplizierter als das hier. Bis ich dann auch mal ein paar Builds zeigen kann. Builds kann man da übrigens, das ist eher so eine Art Spiel, wo du auch Bots baust, aber es ist ein Strategiespiel. Und man kann dort seine Kreationen, ich würde es nicht Bots nennen, sondern Crafts, Schiffe, verschiedene Sachen. Da gibt es alles Mögliche auch. Die kannst du hochladen und bei Steam runterladen und einfach benutzen. Im Gegensatz zu hier. Es ist ein Bezahlspiel, das kostet 20 Euro bei Steam, 15 Euro über den Keystore, was ganz gut funktioniert hat für mich. Jedenfalls, das wird wahrscheinlich kommen. Ich werde mich damit wahrscheinlich jetzt gleich nach dem Video schon wieder mit befassen, weil es macht mir sehr viel Spaß. Ich habe da jetzt erstmal zu zwei Bots aufgebaut, oder zwei Crafts, einen Turm und ein Kanonenboot, ganz basic Sachen, ihr werdet es ja vielleicht noch sehen. Ja, das war's wohl soweit von mir. Und sagt mir, was ihr zu den Botnamen, von den Botnamen hält. Was da am besten ist. Ich bin der Boborauster von Pixelbeef. Bis zum nächsten Mal. GG. Ach, kleiner Nachtrag noch. Ich wollte doch eigentlich den Wolf zeigen. Den Wolf, den Wolf, den Wolf. Okay, ja, von Juva, den Wolf. Ach. So, der ist ein bisschen anders, aber sehr ähnlich wie meine Glaskanone. Der hat eine Waffe mehr zum Beispiel und benutzt Schilde an den Mega-SMGs, die dafür sorgen, dass sie länger Bestand haben, wenn zum Beispiel Rail oder Plasma dran schießt. Weil wenn Plasma was trifft, dann wird der Schaden übertragen auf die Cubes, mit denen es verbunden ist. Zumindest bei solchen funktionierenden Cubes teilweise. Und so kann ein Schild diesen Schaden aufhalten und die Waffe bleibt dadurch bestehen. Das ist genau dasselbe bei Rail. Das ist dann so eine 2 zu 3 Chance, dass die Waffe deswegen bestehen bleibt. Bei SMGs ist es allerdings dann wieder ein Nachteil, weil der Schaden dort nicht weiter wandert, sondern direkt in die Waffe geht und die Waffe selbst zerstört und dadurch das hier einfach nur verloren geht. Ist allerdings ein sehr guter Bot. Dieser Bot, der ist ein bisschen unbalancierter. Man sieht es an der Form, die Form eines Wolfsschädel auch. Ich weiß nicht, ob er das geplant hat. Ist auf jeden Fall schön gelungen. Funktionalität und ein interessantes Aussehen gemischt. Ist auf jeden Fall sehr stark. Und könnte auch stärker als der Ganzlinger sein. Habe ich zu ihm mal selbst gesagt. Hat sich sehr darüber gefreut. Ist ein guter Bot, den würde ich mir auch mal angucken. Hat auch viele Rentals. Bald werdet ihr ihn ja einfach sehen. Der heißt Juva23. Sucht ihn danach. Oder geht einfach auf Warcraft, Reddit, CRF. Da ist er ja auch aktiv. So, jetzt aber wirklich bis zum nächsten Mal.